Moin, mein Name ist Carsten Todd. Willkommen bei Hottentott, Hottentott, Hottentott. Bis die blauen Linux mit der Tür einrennen, kann ich erstmal versuchen, einen Teil der GZ-Gebühren anständig zu verbraten. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Sonderling, Chaot, Freigeist. Gebt mir einfach mal 100 Sendungen Zeit und die Welt wird schon ein kleines bisschen verrückter sein. Es wird mal wieder Zeit, ein paar Schranken zu durchbrechen. Herzlich willkommen zur 67. Sendung Hottentott. Mein Name ist Carsten Todd und ich bin der Moderator, Macher, Besitzer und Vermarkter dieser Sendung. Dies ist ein Ein-Mann-Projekt, das trotzdem immer wieder mit außergewöhnlichen Produktionen überrascht. Heute kommt das Thema Fußball leider sehr kurz. Den größten Teil des Programms bieten stattdessen meine Produktionen aus meinen großen Specials zu Stefan Raab, Kückenschreddern, Erotik und Pokémon. Zusätzlich ist ein etwas längeres Projekt zum Thema Datenschutz enthalten. Dies ist also ein recht unterhaltsamer und musikalischer Kulturbeitrag. Weitere Projekte sind längst in Planung. Gerne biete ich auch auf meiner Website carsten-todd.de und auf meinem eigenen kleinen Radiosender höre auch das Titel empfangbar über Web zusätzliche Informationen und Unterhaltungselemente. Beginnen wird die heutige Sendung mit einem bereits aus meinem Erotik-Special bekannten wissenschaftlichen Beitrag. Hierbei zitiere ich vorrangig recherchierte Quellen, ohne wirklich Stellung zu beziehen. Jedoch freue ich mich, wenn ein Beitrag zum Schutz vor sexueller Gewalt und vielen weiteren Übeln der Gesellschaft irgendwo auf der Welt geleistet werden kann. So, diese Sendung bietet also Musik, Comedy, Unterhaltung, Information und Wissenschaft und das alles aus einer Hand. Was bleibt mir ansonsten noch zu sagen? Naja, ich versuche es mal mit Folgendem. Ich wünsche nach wie vor, wie gewohnt, viel Spaß. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das Ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Wissenschaft, Wissenschaft, Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft, 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 Wissen, Wissen, Wissenschaft. Another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop. Punkt 3, Punkt 4, Punkt 6. Der Islam und die Rechte der Frauen. Islamische Fundamentalisten besitzen ein völlig anderes Verständnis von Gleichheit und Rechten der Frau und sind der festen Überzeugung, die westlichen Vorstellungen wären minderwertig. 505. Die folgenden Zeilen zeigen, wie islamistische Fundamentalisten laut der vorliegenden Quelle tatsächlich denken. 506. Der Islam hat als einzige Religion der Welt den Frauen Rechte gegeben. 507. Für Frauen ist der Islam immer besser gewesen als für Männer.
508. Nach westlicher Vorstellung dagegen war es immer als Katastrophe erschienen, als Frau in diesen Regionen geboren zu werden. 509, 510. Der Islam hat den Männern gesetzlich und moralisch nichts als Verantwortung und Verpflichtungen aufgebürdet, aber die Frauen mit Privilegien und Rechten gesegnet. 511. Schreibt der Islamwissenschaftler Professor Rahman. 512. Der Mann hat im Islam die Aufgabe zu arbeiten und für seine Familie und seine Verwandten zu sorgen. 513. Die Frau hat diese Pflicht nicht, selbst wenn sie eigenes Geld besitzt oder über einen Arbeitsplatz und ein Einkommen verfügt, verpflichtet sie Allah nicht, dieses Geld für die Ernährung ihrer Familie oder zur Bezahlung der Arztrechnungen zu verwenden. 514. Angeblich ist der Islam als einzige Religion der Welt frauenfreundlich. 515, 516. Weiter wird behauptet, wo gibt es heute denn noch so etwas? 517. Bestimmt nicht im Westen, wo beide, Mann und Frau, aushäusisch arbeiten müssen, um ihr Einkommen und ihren Status aufrechtzuerhalten. 518. Dort, im Westen, kann eine Frau überhaupt nicht zu Hause bleiben und ihre Ruhe und ihre besondere Stellung auf Erden genießen. 519. Kein Gott kommt an Allah heran, der, so Professor Rahman, seine sublime Logik und Humanität bewiesen habe, als er die Rollen zwischen Männern und Frauen verteilte. 520. Von diesem Punkt an scheint der ganze Sinn des Artikels über die Frauenfreundlichkeit des Islam darin zu liegen, die ungerechten Regelungen des Islam, die die Aufteilung des Erbes betreffen, zu verteidigen. 521. Denn die seien, schreibt er, nicht ungerecht, das erscheine nur in den Augen von Westlern so, die selbst ihre Frauen ausbeuten und sie zum Arbeiten aus dem Haus schicken. 522. Nach islamischem Recht erben Töchter immer weniger als Söhne. 523. Allah hat nämlich den Männern befohlen, für ihre Familie und Verwandten, Eltern, Onkel und Tanten zu sorgen. 524. Männer unterhalten Familie und Verwandte, wiederholt Professor Rahman. 525. Die Söhne sorgen nach dem Tod des Vaters für ihre Mütter. 526. Daraus folgt, dass sie mehr Geld und Güter brauchen als die Frauen. 527. Deshalb ist es auch überaus gerecht, dass Söhne mehr erben als Töchter und Mütter. 528. Der Koran ist das buchstäbliche Wort Allahs. 529. Gemäß Allah, der die Zukunft und die Vergangenheit kennt, war diese Aufteilung des Erbes gut für die Frauen im Arabien des 7. Jahrhunderts unserer Zeitrechnung. Und daher, so schreibt Professor Rahman, seien diese Vorschriften auch gut für die muslimischen Frauen im Pakistan des 21. Jahrhunderts. 530. Allah habe damals die Verteilung so befohlen. Und wenn das nicht gefalle oder nicht in die moderne Zeit passe, dann sei das zwar schade, aber wir dürften die Vorschriften des Korans nicht verändern oder zeitgemäß interpretieren. 531. Das habe aber nichts mit Frauendiskriminierung zu tun. 532.
Gerade die Erbgesetze seien das große Beispiel für die Rechte, die der Islam den Frauen gegeben habe. 533. Selbst wenn die Frau Millionärin ist, darf ihr Mann nicht von ihr verlangen, einen Beitrag zur Haushaltskasse zu leisten. 534. Der Mann muss für das Essen, die Wohnung und die Ausbildung aufkommen. 535. Das sind die Rechte, die Allah unseren Frauen geschenkt hat. 536. Wir dürfen unseren Frauen diese Rechte nicht nehmen. 537. Allah habe diese Vorschriften an Mohammed weitergegeben und im Koran festgelegt. 538. Allah und Mohammed seien unfehlbar. Und angenommen, etwas wäre diskriminierend, dann müsste ein Muslim es trotzdem akzeptieren. 539. Denn Allah verfolge damit einen Zweck. 540. Allah, schreibt Professor Rahman, habe die Rechte der Frau aber nicht auf das Recht beschränkt, sich von ihrem Mann unterhalten zu lassen. 541. Nach Meinung des Autors sei die Einführung der Hudud-Gesetze das Beste, was Frauen in der Islamischen Republik Pakistan je passieren konnte. 542. Ein Vorbild für die gesamte islamische Welt. 543. Die Hudud-Gesetze berücksichtigen in einzigartiger Weise die Gefühle und die Würde von Frauen und ihre besondere Rolle in der Gesellschaft. 544. Die islamischen Gesetze stellten sie im Fall eines Verbrechens von einer Zeugenaussage frei. 545. Der Islam sei das einzige juristische System der Welt, das sie vor der Einbeziehung in blutige und unangenehme Dinge schütze. 546. Dem Islam sei es zu verdanken, dass sie vor Traumata bewahrt würden, die Gewalt und Totschlag meist mit sich brächten, schreibt Professor Rahman. 547. Dass die Aussage einer Frau vor Gericht nur halb zähle, wie es in der islamischen Gesetzgebung festgelegt sei, habe nichts mit Diskriminierung zu tun, meint er. 548. Es bewiese angeblich die Hochachtung, den Respekt und die Frauenfreundlichkeit des Islam. 549, 550. Für Männer ist das Ablegen einer Zeugenaussage eine religiöse Pflicht, eigentlich eine Last. 551. Männer laufen nämlich Gefahr, schwer bestraft zu werden, falls sich herausstellt, dass sie falsch ausgesagt oder jemanden zu Unrecht beschuldigt haben. 552. Was Professor Rahman auch behauptet, es ist und bleibt so, dass er allen, was besonders herabsetzend und diskriminierend ist, eine positive Wendung gibt. Frauen zählen nur als halbe Menschen. 553. Frauen hätten ein schlechteres Gedächtnis als Männer. 554, 555. Deshalb sei es völlig in Übereinstimmung mit den Naturgesetzen, dass 556 eine weibliche Zeugenaussage nicht oder weniger zähle. 557. Dieses Gebot legt also großen Wert auf die Erinnerung an sich und ist einfach ein praktisches Erfordernis. 558. Die Geschlechter wären aber gleich, weil Allah von ihnen dasselbe verlangt, nämlich sich an die Rollenverteilung zu halten. 559, 560.
Allah habe diese Rollenverteilung peinlich genau festgelegt und Männern und Frauen ihre besonderen Pflichten, Rechte, Tugenden und Talente geschenkt. 561. Frauen seien nicht weniger wert als ein Mann. Das sei Geschwätz der christlichen Kirchenväter, schreibt Abdurrahman. 562. Diese behaupten, dass Frauen keine Seele hätten und als geschlechtslose Wesen ins Jenseits eingingen. 563. Im Islam schreibt er, hätten gerade Frauen eine besonders hohe Stellung. 564. Im Islam seien sie keine Instrumente des Teufels, sondern im Gegenteil ein Bollwerk gegen den Satan. 565. Frauen beschützten die Menschheit vor dem Bösen. Durch die Ehe hielten sie die Männer auf dem Weg der Rechtschaffenheit und Keuschheit. 566. Die Freuden des Paradieses, der Dschanna, der Gärten, werden im Koran detailliert beschrieben. Der Mann bekommt seine Huris, Paradiesmädchen, die immer Jungfrauen sind und ihm ungekannte sexuelle Genüsse schenken. Außerdem bekommt er seine Eltern, Ehefrauen und Kinder wieder. 567. Im Paradies ist jeder gleich alt, 33 Jahre, das Alter, in dem Jesus am Kreuz starb. 568. Wo sich die Männer im Paradies im ewigen Genuss eines Orgasmus befinden, wird weder im Koran noch im Hadith auch nur ein einziges Wort über die sexuellen Freuden der Frauen verloren, die auf Erden fromm und ihrem Ehemann gehorsam gewesen sind und sich damit ihren Platz im Paradies verdient haben. 569. Und nirgendwo steht, dass Frauen im Himmel mit ihren Eltern wieder vereint werden. 570. Auf Erden darf man ja keinen Wein trinken, im Himmel aber wohl. Auf Erden darf man keine Musik hören. Ein Mann darf weder Seide noch Goldschmuck tragen. Aber all diese Verbote sind im Himmel aufgehoben und dort Quellen des höchsten sinnlichen Genusses. 571. Männer dürfen sich mit ihrem Huris in einem permanenten orgastischen Zustand befinden. Ihre früheren Ehefrauen brauchen wohl im Paradies diese Sinnenfreuden überhaupt nicht. 572. Außerdem gehen nur wenige Frauen ins Paradies ein. Die meisten Frauen bevölkern die Hölle. 573. Dass die Hölle tatsächlich mit Frauen übervölkert ist, wissen wir vom Propheten Mohammed, der wie Dante einen Blick in die Hölle werfen durfte. 574. Das Feuer, das in der Hölle toste, wurde mit Frauenkörpern geheizt. 575. Eine Frau nach der anderen wurde ins Feuer geworfen, wodurch es noch lauter toste. 576. Das erinnert etwas an die Hexenverbrennung. 577. Das kommt daher, weil Frauen Menschen verfluchen und weil sie undankbar zu ihren Ehemännern sind. 578. Selbst wenn er immer freundlich zu seinen Frauen ist und nur ein einziges Mal unfreundlich, dann sagen sie, er sei keinen Schuss Pulver wert. 579. Aus westlicher Sicht erweckt das den Eindruck, ein Druckmittel gegen Frauen zu sein, sich nicht gegen diese Unterdrückung aufzulehnen. 580. Der Prophet soll außerdem deutlich gesagt haben, Frauen verdienen es, in die Hölle zu kommen. 581, 582.
Die Frauen fragten ihn, warum sagen sie, dass wir kein Verständnis hätten und nicht fromm seien? 583. Und er sagte zu ihnen, ist es nicht wahr, dass das Zeugnis einer Frau nur die Hälfte vom Zeugnis eines Mannes wert ist? 584. Das ist es genau, was wir unter dem Manne an Denkvermögen von Frauen verstehen. 585. Und eine Frau, die ihre Menstruation hat, darf nicht das Gebet sprechen und nicht fasten. 586. Aus diesem Grund ist sie in religiöser Hinsicht nicht vollwertig. 587. Und das ist, was der Prophet gesagt hat. 588. Das ist für einen Westler nicht nachvollziehbar, zumal die Regeln allesamt von Männern geschaffen wurden. 589. Als zusätzliches Unterhaltungselement für diesen Unterpunkt gilt das Lied, auf das im Anhang Musikproduktionen mit dem Unterpunkt 7, du schmorst in der Hölle, verwiesen wird. Anhang Musikproduktionen. Punkt 7, du schmorst in der Hölle. Dieses musikalische Werk erstellte ich vollständig selbst. Ich schrieb selbst den Text, sprach es selbst ein und produzierte es auch selbst. Ich gestaltete es also in seinem vollen Umfang selbst und selbstständig. Lediglich für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich selbst ein fremdes Werk. Zur musikalischen Hinterlegung dieses Werkes bearbeitete ich das Original von Donny Trost mit dem Titel Lights. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, mit Knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, steht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tut das nicht an. Frauen schmoren in der Hölle, das sagte der Koran. Doch ich verspreche dir, ich tue das nicht an. Gute Frauen, böse Frauen, fast alle Frauen, das sind im Koran. Doch ich verspreche dir, ich tue das nicht an. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön Knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es steht doch im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tute das nicht an. Ich möchte mit dir zugrunde gehen, dich immer an meiner Seite sehen. Ich möchte dorthin, wo du auch hingehst, und du nur durch mein Feuer gehst. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön Knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, es steht da im Koran. Duschmus in der Hölle, nein, ich tue das nicht an. Der Prophet kommt nicht an mir vorbei. Ich schütze dich auf Lebenszeit. Du wirst mit mir ins Paradies eingehen. Ich will dich ewig an meiner Seite sehen. Duschmus in der Hölle, das hat der Prophet gesagt. Duschmus in der Hölle, schön Knusprig dazu Salat. Duschmus in der Hölle, steht doch im Koran. Duschmus in der Hölle. Nein, tut das nicht an. Duschmus
bloß in der Hölle. Das hat der Prophet gesagt. Muss bloß in der Hölle. Schön knusprig dazu Salat. Muss bloß in der Hölle. Steht da im Koran. Dusch muss in der Hölle. Nein, tut das nicht an. Wunderbar, wunder, wunder, wunderbar, wunderbar. Dann hören alle im Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit: Vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Meine Zitatsammlung zum Thema Datenschutz. Mit der Instrumentalisierung durch eine von mir bearbeitete Version des Musikstücks Drops of H2O, The Filtered Water Treatment, welches im Original DJ LAN 59 präsentierte. Darauf folgt: Fick dich, Kirsche. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung Dream on the Side Instrumente von Ivan Shaw bearbeitete. Anschließend spiele ich Pokémon Sportskanone. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung A Violin Song von Lansfield bearbeitete. Viel Spaß! Europa, USA, Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchem Link sich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren, bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Europa, USA, Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa, USA, Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl, alles Unternehmen, von denen wir in letzter Zeit erfahren haben, dass sie ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Und damit kann man dann doch ganz gut was machen. Millionen von Menschen überwachen. Millionen, 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 Millionen von Menschen überwachen. Einfach knacken. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Auf welchen Links sich die Software runterladen? Wir wissen nicht genau, was der Hintergrund ist, aber wir können nur vermuten, dass es um die Frage letztendlich geht, die Leute
Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Ihre Beschäftigten ausspioniert oder zumindest deren Daten missbraucht haben. Ganz gut, was machen. Millionen von Menschen überwachen. Die Leute subtil zu mobben und sie damit entsprechend im Griff zu haben. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Einfach knacken. Einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren, bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Schon ein Niveau, wo die Leute gerade so kurz halten, dass sie sozusagen noch überleben, aber nicht mehr genug Freiraum haben, um sozusagen drüber hinaus zu demonstrieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Ganz gezielter Werbung bombardieren. Hat tagelang gedauert, hat viel Geld gebracht, aber das Geld kann man besser investieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Bombardieren, bombardieren. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Bombardieren, bombardieren. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Was glaubt ihr eigentlich, wer euch alle finanziert? Mit ganz gezielter Werbung bombardieren. Explodieren, explodieren. Und das ist nun mal mit 7 Euro in der Südkurve nicht zu finanzieren. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren, bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken, einfach knacken. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Redet in der Öffentlichkeit, im ICE, auf Facebook über eure Firma. Pizza Paradies, Tom am Apparat? Ja, ich sehe schon, die Prosciutto kostet bei Ihnen extra. Sie brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Das kann, wenn überhaupt, nur Europa. USA, 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 USA. Europa, Europa. USA. Pizza, Pizza, Pizza. Sie brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Sie brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt. Kaum einer ahnt, was alles über ihn gespeichert ist.
Wenn dann genug Freunde angeben, dass man schwul ist, dann kann man rückrechnen, dass man das wahrscheinlich selber auch ist, dass man das wahrscheinlich selber auch ist. Wohin geht das eigentlich? Wohin geht das eigentlich? Sie sind Menschen und wir sind jeden Tag belästigt, Menschen belästigt. Das macht mal in der Regel die Kombination von dem Datenschutzbeauftragten und dem Hausjurist. Wenn das System bei Totalverlust eine Woche braucht, bis es wieder am Start ist, wohin geht das eigentlich? Wohin geht das eigentlich? Menschen belästigt. Europa. USA. Pizza. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Wir brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen. Aber sonst kann man auf Grundrechte in Europa fröhlich verzichten und nichts passiert. Eure Datenschutzbehörde, die wird uns nicht reinfuschen. Das Risiko. Ich muss akzeptieren Kritiker, ja. Ergebniskritiker, Fehler, ja. Man ist übers System der Training. Terroristenscoring. Der Chamäleonweg 11 in 10629 Berlin. Terroristenscoring. Ketten in 13-Jähriger in 2 Minuten, wie man Trojaner erstellt. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Auch bei der Deutschen Post kann man Daten bestellen. Oh. Europa. USA. Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Die haben natürlich kein Interesse daran, dass wir in Europa jetzt ein Datenschutzgesetz verabschieden, das den Datenschutz eher manifestiert. Das brauchen wir, um unsere Lieferzeiten zu koordinieren. Wie lösen wir das Problem? Wie konnte das passieren? Mit eben ja ganz gezielter Werbung zu bombardieren. Solange die klassischen Entsorgungswege nicht funktionieren. Bombardieren. Auf welchen Links sich die Software runterladen? Einfach knacken. Europa. USA. Pizza. Die brauchen nichts mehr kaufen. Es ist alles da. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal. Europa. USA. Pizza. Dann hätte ich die Sicherheit maximal. Dann vielen Dank für Ihre Bestellung und bis zum nächsten Mal.
draußen. Ich lebe, wie ich will. Ich liebe, wen ich will. Ich bin meines Glückes Schmied. Vielleicht gesteuert durch den Trieb. Doch ich liebe, wen ich will. Ich weiß genau, was ich will. Du wirst das nicht ändern können. Und mich in dieser Sache niemals küttern können. Also fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Vielleicht bin ich ein frommer Mensch, aber in der Sache trage ich nicht einen Kelch. Ich weiß, wen und was und wo ich will. Von Beschränkungen halte ich nicht viel. Ich mache das, was ich auch will. Und mit dem, mit wem ich will. Du wirst das nicht ändern können. Und mich in dieser Sache auch nicht ködern können. Also fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Gott ist gnädig und versteht mich. Eure Regel nur für Mensch ist. Ich lasse nicht für mich bestimmen. Ihr werdet mein Herz nie gewinnen. Ich lasse da nicht diskutieren. Da braucht ihr auch nicht spekulieren. Also fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Fick dich, Kirche. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, Kirche. Pokémon Sportkanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportkanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportkanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportkanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Jeder Schritt ist revolutionär und bleibt total legendär. Mehr Zeit als in jedem Fitnessstudio verbringt man mitten im Straßendeko. LKWs hupen nur aus Spaß. Die Feuerwehr macht mich nicht nass. Heute Abend geht noch was. Die Polizei mich doch nicht bestraft.
Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Ich verliere hier viele Pfunde, 300 Kilokalorien in der Stunde. Jede Woche ist ein Kilo weg. Dann ist Winter, ist auch kein Step. Im Frühling dann der nächste Heil. Die Bikini-Figur ist nicht mehr weit. Nur noch 1000 Pokémon sammeln, dann sieht man mich im Wasser gammeln. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistole. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Ziel. Jedes Jahr der gleiche Spaß. Pokémon, ich gebe Gas. Bald wird mir die Welt gehören. Ich werde jedes Turnier stören. Diese Welt gefällt mir sehr. Daher bleibe ich für immer hier. Doch eines Tages ist der Akku leer. Dann bin ich weg. Es geht nicht mehr. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Pokémon Sportskanone, besser als Wasserpistolen. Pokémon Sportskanone, ich werde sie alle holen. Pokémon Sportskanone, Schritt für Schritt zum nächsten Ziel. Pokémon Sportskanone, es ist mehr als nur ein Spiel. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. You took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Gib mir Tiernamen. Ein musikalisches Werk, bei dem ich mich neben weiteren vor allem auf die Zitate von Stefan Raab konzentrierte. Für den musikalischen Hintergrund bearbeitete ich Infinite Sorrows von Lancefield. Darauf folgt Der Sackschutz des Kaisers. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hintermalung Erkoschki von Knacknow bearbeitete. Anschließend spiele ich Hast du nicht ein Lied für mich? Ein musikalisches Werk, für das ich neben weiteren vor allem die Zitate des Stefan Raab nutzte und für den musikalischen Background Music and Sound Infinity Inspiration von Marco Nicola bearbeitete. Danach lasse ich hören Wir sind 50 Millionen. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Unterstreichung einer von mir bearbeiteten Version von Improvisation on Sunday
von Alex Berosa. Und last but not least, ihr mögt mich kritisieren, ihr verschwendet eure Zeit. Ein vollständig selbstständig erstelltes musikalisches Werk. Zur musikalischen Unterstreichung bearbeitete ich für diese Version I Dunno von Krebs. Viel Spaß! Ich habe zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Ich habe zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Ich habe zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Wir droppen einfach mal ein paar Namen. In Deutschland gibt es eine riesen Popkultur und wir müssen uns nicht mehr schämen. Ich weiß, ich kenne keinen, sage auch die Namen. Ja, nee, das war so. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. 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 Wir droppen einfach mal ein paar Namen. In Deutschland gibt's eine riesen Popkultur. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Ich weiß, ich kenne keinen, sage auch die Namen. Ja, nee, das war so. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. 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 Gib mir Tiernamen. Gib mir Tiernamen. Gib mir Tiernamen. AC/DC Europa, USA, Europa, USA, Europa, USA, 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 Pizza Paradies, Tom am Apparat, Albert, Janka und Ziegler. Ihr müsst ja nicht vergessen, Ziegler. Es gibt Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer. Einig Mario, einig der andere Mehmet. Was erlaubt Struss? Letzte Jahre Meister geworden mit Amann, ne Riege. Hat gespielt Mehmet, hat gespielt Bader oder hat gespielt Trapattoni. Die Yeti. Trapattoni. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Wir droppen einfach mal ein paar Namen. In Deutschland gibt's eine riesen Popkultur. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Ich weiß, ich kenne keinen, sage auch die Namen. Ja, nee, das war so. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. 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 Wir droppen einfach mal ein paar Namen. In Deutschland gibt's eine riesen Popkultur. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Ich weiß, ich kenne keinen, sage auch die Namen. Ja, nee, das war so. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. 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 Gib mir Tiernamen. Gib mir Tiernamen. Gib mir Tiernamen. Google, Sing, Twitter, Facebook, Yahoo, YouTube. Meine liebe Miss Everdeen. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Meine liebe Miss Everdeen. Ein Unternehmen wie Facebook zum Beispiel. Großbritannien, Starbucks. Mit so einem Programm wie Bullrun, Hacks, NSA und Prism. Meine liebe Miss Everdeen. Die Bahn, die Telekom oder auch Lidl. Meine liebe Miss Everdeen. Die Macht. Die richtigen Personen. Meine liebe Miss Everdeen. Everdeen. Meine liebe Miss Everdeen. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. Wir droppen einfach mal ein paar Namen. In Deutschland gibt's eine riesen Popkultur. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Ich weiß, ich kenne keinen, sage auch die Namen. Ja, nee, das war so. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. 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 Wir droppen einfach mal ein paar Namen. In Deutschland gibt's eine riesen Popkultur. Wir müssen uns nicht mehr schämen. Ich weiß, ich kenne keinen, sage auch die Namen. Ja, nee, das war so. Ich hab zu Gildo gesagt, gib mir Tiernamen. 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 Gib mir Tiernamen. Gib mir Tiernamen. Gib mir Tiernamen.
Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sackblutz. Er hatte keine Angst vor Tritten, eher vor den Schritten von reifen Frauen. Da soll er seinem Arzt vertrauen. Der Kaiser steht auf Mädchen, auf Hänsel und auf Gretchen. Hauptsache jung und unerfahren, sonst ist er nicht imstande, sich zu paaren. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sackblutz. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sackklutz. Der Kaiser, der hat immer Sex. Das geht so lange, bis er verreckt. Er will nur noch das eine wissen. Und das quält ihn wie das Pissen. Er möchte schnell zu seinem Arzt. Das kostet ein paar Mark. Dann holt er sich die nächste Frau. Hauptsache, sie ist noch Jungfrau. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacklutz. Ich saß auf einem Gemälde, das im Kaiserfall entstellte. Doch auf dem Bild war kein Schmutz. Der Kaiser trug einen Sackschutz. Er lächelte mich an in Farbe. Und ich dachte nur, die Larve. Was will er mit dem Sackschutz? Pack den weg in Sacklutz. Music and sound. Music and sound. Music and sound. Music and sound. Infinite inspiration. Infinite inspiration. Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Damit die Trucker mich aufhören. Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich gut. Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, das wundert mich auch. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich habe dich beobachtet. Und du beobachtest mich. Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage. Und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich hab dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Music and sound. Music and sound. Hast du nicht ein Lied für mich? So. Ja. Oder verstellst du dich gar nicht falsch? Ja, ich verstell mich ein bisschen. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Das hatte ich nicht verhört. Hast du nicht ein Lied für mich? Also, ich möchte mich bei einigen Leuten bedanken, die sehr wichtig für mich und für meine Karriere waren. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ich fühle mich sehr geehrt. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, 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 ich hab dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich.
Hast nicht ein Lied für mich? Ich will jetzt mal wissen, was die von mir haben, was die alles über mich wissen. Hast nicht ein Lied für mich? Genau, also dann lassen Sie mich bitte ausreden. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Na, du, was grinst du mich an, ne? Hast nicht ein Lied für mich? Danach kamen Zuschauer und Trainer von Mannschaft B auf den Platz gelaufen, umringten und bedrängten mich. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Infinite inspiration, infinite inspiration. Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast du nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast du nicht ein Lied für mich? Hast du nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu. Wir brauchen dich. Hast du nicht ein Lied für mich? Das hat sich gelohnt. Hast du nicht ein Lied für mich? Und so kann er sich vieles leisten. Hast nicht ein Lied für mich? So hört sich das an! Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Und jetzt fragen Sie sich natürlich. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Hast nicht ein Lied für mich? Also für sich selber. Hast nicht ein Lied für mich? So, jetzt bin ich mir nicht ganz sicher. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Menschen, die überwacht werden, werden unsicher. Sie verlieren ihr Selbstbewusstsein, weil sie sich überwacht fühlen. Hast nicht ein Lied für mich? Wunderbar. Hast nicht ein Lied für mich? Nichts wird sich ändern, solange er am Leben ist. Hast nicht ein Lied für mich? Fettes Arschgesicht. Hast nicht ein Lied für mich? Stefan, ich habe eine Frage und zwar wollte ich dich fragen. Hast nicht ein Lied für mich? Piep, piep, piep. Ich habe dich lieb. Ja. Hast nicht ein Lied für mich? Hast nicht ein Lied für mich? Ja, ich danke auch und Stefan, bleib uns treu, wir brauchen dich. Infinite Inspiration, Infinite Inspiration. Music and sound, music and sound, music and sound. Wir sind 50 Millionen, wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen, wir können auch gemeinsam sinnen und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen, wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. Im kuscheligen Federkleid sind wir schön und bald gefeit vor euren Gräueltaten, ihr könnt uns doch nicht ewig jagen. Irgendwann sind die Maschinen auf euch gerichtet und eure Verbrechen werden schwer gewichtet. Dann schützt euch auch nicht mehr dieser Staat. Stellt die Tötungsmaschinen sofort ab. Stellt die Tötungsmaschinen 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 ab. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen, denn wir sind 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen. 50 Millionen.
50, 50, 50 Millionen. Wir rackern für unser Leben gern. Wir rackern ab nah ab fern. Wir werden uns zusammenrotten und euch erfolgreich stoppen. Ihr könnt uns doch nicht ewig die Knochen brechen. In viele Millionen kleine Herzen stechen. Wir schlagen irgendwann zurück. Dann braucht ihr sehr viel Glück. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 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 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir werfen uns mit nur einem Ziel. Diese Schandtat bleibt nicht ewig euer Spiel. Irgendwann ist es vorbei. Und dann sind wir wieder frei. Wir merken uns, was ihr da tut. Wir sehen noch immer unser Blut. Doch wir empfehlen euch vorab. Stellt die Tötungsmaschinen ab. 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 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir kommen, um euch zu entthronen. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden euch nicht mehr verschonen. Denn wir sind 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. 50, 50, 50 Millionen. Wir sind 50 Millionen. Wir werden bald in Freiheit leben. Wir hüpfen und wir springen. Wir können auch gemeinsam sinnen. Und sicher noch so manches Herz gewinnen. Denkt ihr denn, wir spinnen? Wir werden irgendwann in Freiheit leben. Denn wir sind 50 Millionen. Das mag euch interessieren, doch ihr müsst kapieren, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr mögt nicht, was ich mache, ihr findet alles kacke. Wisst ihr, wie ich darüber lache, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab, bitte, bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet eure Zeit, ihr verschwendet, ihr verschwendet, ihr verschwendet eure Zeit. Ihr könnt mich nicht ertragen, wollt mich davon jagen, doch das könnt ihr euch sparen, ich bin noch hier in Jahren.
Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr wollt mich nicht hören. Ich möchte euch nicht stören. Wollte euch niemals betören. Schaltet bitte einfach ab. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab. 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 Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr habt einen anderen Geschmack. Wollt nicht wissen, was ich heute hab. Bitte sagt mir, was ihr habt. Ich kann nichts für schlechten Geschmack. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet einfach ab. Bitte schaltet einfach ab. Bitte schaltet einfach ab. Ich kann nichts für euren Geschmack. Ihr verschwendet eure Zeit. 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 Bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Wo ich gebraucht werde, bin ich da. Meine Unterstützung ist für euch klar. Ich lasse mich nicht unterkriegen. Meine Kraft kommt niemals zum Erliegen. Ihr verschwendet eure Zeit. 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 Bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab. Bitte schaltet ab. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Ihr verschwendet eure Zeit. Bitte schaltet ab. 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 Hallo Welt! In der Welt geschieht so vieles und leider geht vieles davon zwangsläufig an einem vorbei. Bei manchen Themen mag das wirklich schade sein. Daher spreche ich hiermit gerne eine Einladung für alle wichtigen Anliegen und ebenso an alle eventuellen Interviewpartner aus. Leider kann ich auch nicht auf alles reagieren, was auf der Welt geschieht. Doch ich bin für jedes Thema offen und womöglich lohnt sich das Anschreiben.
Gleiches gilt für alle Musiker. Gerne könnt ihr mich bezüglich eurer Kompositionen kontaktieren. Vielleicht lässt sich davon irgendwas verwenden. Ähnliches gilt für alle möglichen Belange, die mich vielleicht teilweise derzeit noch gar nicht erreichen mögen. Eine kurze Nachricht reicht. Ich freue mich. Wunderbar. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, ja, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, you took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time, another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep, and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Gedicht Bullen ficken Kühe. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, das ich mit einer musikalischen Hinterlegung durch eine von mir bearbeitete Version von Like Music CDK-Mix anreicherte, welches im Original von CDK veröffentlicht wurde. Darauf folgt Eine Welt voller Küken, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk. Zur musikalischen Unterstreichung bearbeitete ich We Silently Serve the Gentle Sun feat. Blue Wave Theory von Ivan Shaw. Anschließend spiele ich Frauen nerven, ich spiele Pokémon, ein von mir vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk zur musikalischen Hinterlegung einer von mir selbst bearbeiteten Version von Hidden Blues von Pix. Danach lasse ich hören Sexy in der Bronzezeit. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Untermalung Taken Out the Trash von Heuristic Inc. bearbeitete. Und last but not least, Tottigramm für Stefan Raab. Ein instrumentalisiertes Projekt, welches ich selbst einsprach und zur musikalischen Hinterlegung Stand By Me von Ukulele Moon bearbeitete. Viel Spaß! Bullen ficken Kühe. Oh, 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 oh. 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 Bullen, Bullen ficken alle Kühe. Bullen, Bullen machen sich die Mühe. Bullen, Bullen rennen über Wiesen. Bullen, Bullen wollen alles begießen. Bullen, Bullen kennen jeden Stall. Bullen, Bullen machen vor nichts Halt. Bullen, Bullen
ficken alle Kühe. Bullen, Bullen, machen sich die Mühe. Bullen, let's go. Bullen, Schweine, raus. Bullen, Schweine, raus. Bullen, Schweine, raus. Bullen, Schweine, raus. Tierschützer aller Länder, vereinigt euch. Ein Ochs auf einer Wiese suchte seine Liebe. Er erblickte eine Kuh. Diese machte Mu. Es stand in meinem Biobuch. Jede Kuh macht Mu. Auch Bullen suchen Liebe. Das ist die Macht der Triebe. Ein Pärchen voller Glück. Keiner will jetzt mehr zurück. Sie schenken sich einander viel. Der Bulle in die Liebe fiel. Sie planten schon die Flitterwochen. Keiner dachte mehr ans Kochen. Auf seinen alten Knochen kam er gerne angekrochen. Der Bulle war kein Ochse, er hatte seine Buchse. Doch er wollte nicht nach Spanien, lieber ist ihm Indien. Starke Verse Kuh und Rind blind in der Macht der Liebe sind. Daraus folgte bald ein Kalb, sonst wäre die Liebe ja nur halb. Der Fleischer musste schweigen, er hatte nichts zum Schneiden. Der Teller blieb so leer, diese Liebe ist nicht her. Bulle, Kalb und Kuh machen noch immer Mu auf der grünen Wiese. Glücklich in der Liebe, diese Rinder noch blind sind. Ewig soll man sinnen, wie die Rinder springen. Darum verkündet die frohe Kunde, seid ein Freund von diesem Bunde. Voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken im kuscheligen Federkleid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, glücklich hüpfend im Vogelsang. Eine Welt voller Küken, mit einem wundervollen Klamm. Eine Welt voller Küken, das ist es, was ich mir erträume. Eine Welt voller Küken, friedlich im Schatten der Bäume. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken, und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit.
Eine Welt voller Küken, piepsend hinter ihrer Hühnermama. Eine Welt voller Küken, trappelnd, quasselnd und sinnend, lalala. Eine Welt voller Küken, dann stehen die Maschinen still. Eine Welt voller Küken und niemand ihnen mehr ans Leben will. Eine Welt voller Küken, sie behaupten sich in der großen Welt. Eine Welt voller Küken, sie zählen mehr als schnödes Geld. Eine Welt voller Küken, einmal wird es vielleicht so sein. Eine Welt voller Küken und niemand macht sie mehr klein. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Eine Welt voller Küken möchte ich irgendwann sehen. Eine Welt voller Küken, die vor Freude und Glück kaum noch stehen. Eine Welt voller Küken, die alle Prüfungen bestehen. Eine Welt voller Küken, die ihre eigenen Wege gehen. Eine Welt voller Küken, ohne Tränen und ohne Leid. Eine Welt voller Küken, vor jeder Gefahr gefeit. Eine Welt voller Küken, das weckt gelegentlich den Neid. Eine Welt voller Küken, doch wir hätten viel mehr Heiterkeit. Spiel Pokémon. Frauen nerven, da braucht ihr schon. Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einmal eine Katze. Meine Eier kann ich besser werden und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, da braucht ihr schon. Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Immer nur solches Gezeter und das auch noch bei jedem Wetter. Das geht doch auf die Treter. Wer will das? Ich bin Hater. Keine Frau in meinem Leben. Und jetzt noch die Erdenbeben. Eine Zeitvertreib finde ich schon. Frauen nerven mich wie Pokémon. Frauen nerven mich wie Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wärmen und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich bin Pokémon. Was will man denn davon erwarten? Sie meckern, ich will starten. Ich kenne Besseres als Geschrei. Dabei sind sie mir nicht einerlei. Doch schimpfen, meckern, schreien, das muss auch mal vorbei sein. Ich mach die Welt, wie es mir bekommt. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Kratze. Man bekommt doch einander Ratsche. Meine Eier kann ich besser wehren und auch Angriffe abwehren. Frauen nerven, da braucht die schon. Frauen nerven, ich bin Pokémon. Alle über einen Kamm zu scheren, keine von ihnen zu begehren. Das wäre voll total daneben, doch Schattenseiten gibt es eben. Diese zu überstehen, kostet manchmal Kraft, die nicht jedermann so genügend hat. Damit sag ich, der Wandel hat begonnen. Frauen nerven, ich bin Pokémon.
Frauen nerven, ich spiel Pokémon. Frauen nerven, wer braucht die schon? Immer wieder nur diese Quatsche. Man bekommt auf einander Faxe. Meine Eier kann ich besser wärmen und auf Angriffe abwehren. Frauen nerven, wer braucht die schon? Frauen nerven, ich spiel Pokémon. In der Bronzezeit, damals war man gern zu zweit, gemeinsam in starker Liebe vereint, ein Band, das treibt und keimt. Es ist so lange her, so lange her, keiner kennt einen Augenzeug mehr, aber wie man gibt und uns beliebt, die Leute hatten sich sehr lieb. 6C in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das reibt und keimt. Heute macht es wohl Erstaunen. Damals gab es dann kein Braunen. Mann und Frau in tiefer Liebe sahen sich an in seelischer Tiefe. 6C in der Bronzezeit. 6C, Bronzezeit. 6C in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das reibt und keimt. 6C in der Bronzezeit. 6C, Bronzezeit. Das Herz vereint, was mal getrennt. Jeder ist froh, wenn er die Liebe kennt. Man sollte sie nicht ziehen lassen. Die Bronzezeit hat mich nicht vergessen. 6C in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit, gemeinsam in starker Liebe vereint, ein Band, das weint und keimt. 6C in der Bronzezeit, 6C, Bronzezeit. 6C in der Bronzezeit. Damals war man gern zu zweit. Gemeinsam in starker Liebe vereint. Ein Band, das treibt und treibt. 'Immerst über die Kiste und schießt auch über die Piste, versetzt Hörer in Staunen, vertreibst alle schlechten Launen. Dein Ehrgeiz ist sagenhaft, oft du was gewagen hast. Deine Gags waren manchmal spitze, weshalb ich gern vor der Sendung sitze. Dein Biss ist weiß und stark, zu Gegnern bist du hart, dabei immer gut gelaunt. Topstar von so mancher Frau, ein Idol der Massen, ein Star zum Anfassen. Aber jetzt bist du frei, deine Zeit ist vorbei. Wir müssen deine Fresse nicht mehr schauen. Mancher wollte dir einfach nur in diese hauen.
Liebe Freunde moderner Unterhaltung, leider ereilte mich kürzlich ein Befehl aus den ehemaligen germanischen Hochlandsgebieten Oberösterreich und Steiermark. Offenbar muss die 75. Sendung nun doch etwas anders laufen. Denn es wird einen ganz besonderen Stargast geben. Er ließ es sich nicht nehmen, extra für mein Special zum Thema Liebeslieder nochmal aus dem Jenseits zurückzukehren. Er ist ein Mann vieler Symbole und starker Gesten. Es ist Adolf Hitler. Adolf Hitler mit Liebesliedern. Das ist ja gut und schön. Allerdings sollte es doch noch einen starken Kontrast in die andere Richtung geben. Hierfür versuche ich einen Mann zu gewinnen, der durch seine starken Zitate auffällt wie kein anderer. Der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit. Ich hoffe, dass er zumindest mit seinem neuen musikalischen Werk »Ich bin schwul und das ist gut so« zur Verfügung steht. Außerdem wird diese Special erstmals mehrsprachig werden. Dafür sorgen die neuen Projekte »T-Melon Mon Cousin in Baguette« und »Only a Fuck«. Weitere geplante Titel sind unter anderem Stefan im Altenheim, Ich bin suspendiert, Carmela, ich liebe dich und The Queen is not amused. Gerne möchte ich mich bemühen, dass wenigstens die restliche verbleibende Sendezeit so gefühlvoll wie möglich wird. Es tut mir leid. Gegen einen Befehl vom Führer kann man wohl nichts machen. Ich wünsche trotzdem nach wie vor, wie gewohnt, viel Spaß. Wunderbar, wunderbar. Dann hören alle mal den Chat. Beim Bombardieren sind sie alle dabei, ne? Das ach, alles, was... Sie gehen mir auf den Sack, echt. Ja, took a piece of my heart. I never thought that this could fall apart. You said you fell in love, and this was more than I had ever been afraid of. Another life, another happy ending. It cuts like a knife. Another place, another time. Another hand to touch, another sun to shine. You got me deeper than deep and I'm constantly blind. Das macht mich stolz und dankbar. Stop it. Jetzt folgen eigene bekannte musikalische Werke. Ich beginne mit Dieter Stephansson. Ein musikalisches Projekt, welches ich selbst einsprach. Und zur musikalischen Hinterlegung Stand By Me von Ukulele Moon bearbeitete. Darauf folgt: Hey, alter Römer, ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Unterstreichung Mistakes Were Most von Ghost bearbeitete. Anschließend spiele ich Billiges Fleisch um jeden Preis. Ein vollständig, selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich für die musikalische Unterstreichung Quicksilver Screensaver von Scepter Helix bearbeitete. Danach lasse ich hören Ein echter Römer penetriert. Ein vollständig selbstständig produziertes musikalisches Werk, bei dem ich zur musikalischen Hinterlegung
How Do You Feel About Guitarinstrumente von Ivan Shaw bearbeitete. Und last but not least, Die Sehnsucht nach der Ferne, ein vollständig selbstständig erstelltes musikalisches Werk, bei dem ich für den musikalischen Hintergrund New Life von den Fireproof Babies bearbeitete. Viel Spaß! Stefan, wo warst du diese Sendung, als ich dich so gebraucht hab, hä? Stefan, wo warst du in meiner tollen Sendung? Du gingst doch jetzt in Rente, doch ich möchte noch kein Ende. Fandst du das etwa gut, dass ich alleine verende? Ich hab mich so nach dir gesehnt, mit einem Toddy-Kram. Du bist wohl lieber allein daheim. Schön, doch Stefan, bitte, bitte, ich will dich in meiner Sendung sehen. Stefan, vielleicht magst du mich ja nicht, doch Stefan, ich brauche dich. Immer wenn ich dich gebraucht hab, wenn ich einsam war. Stefan, du warst nie für mich da. Ich wollte nur ein Lied spielen, ich schwöre, das ist wahr. Stefan, du warst nie für mich da. Stefan, nie warst du für mich da. Stefan, Stefan, bitte komm in meine Sendung. Alter Römer, zeig mir deine Götter, ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Ihr steht in Gallien und in Rom, auch Ägypten kennt euch schon. Die ganze Welt hat einmal euch gehört. Wenige haben euch bestört. Handelsrouten um die Welt, Wohlstand, Ruhm, Macht und Geld. Das Heiligtum bestimmt ihr selbst. Selten hat sich jemand in den Weg gestellt. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Allen Schlachtfeldern bis zum Sieg, mit Tieren, Bauern, Pferd und Artillerie, mit Schwein und Kampfhund, eure Züchtung, selten brauchtet ihr eine Impfung. Ihr kämpft euch einfach durch die Welt und macht sie so, wie sie euch gefällt. Die Frauen unterliegen euch in jedem Bett, dabei ist der Klerus nicht besonders keck. Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter, ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie die Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr.
Hey, alter Römer, zeig mir deine Götter. Ich trinke mit dir Wein und deine Frau geteilen. Orken feiern kannst du gut und hast auch in der Schlacht den Mut. Ihr seid nicht wie viel Griechen, das habt ihr uns bewiesen. Und doch ähnelt ihr euch sehr bei Frauen und Verkehr. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis. Das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. In der Tiefkultur rammelt es vor sich hin. Angepriesen für großen Genuss, ich glaub ich bin. Wer will das Zeug fressen? Das geht doch wohl nicht klar. Hauptsache, der Preis ist ganz fein klein. Aber doch, na klar. Tiere leiden grausam unter diesen Machenschaften. Und wir konsumieren freudig das in Massen. Irgendwann muss sich doch jeder eingestehen. Das kann nicht sein, das wollen wir nicht sehen und schon gar nicht essen. Billiges Fleisch um jeden Preis, billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß, billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis, das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Döner für einen Euro. Kinderteller zum kleinen Preis. Das ist nicht gut. Das kann nicht sein. Schmackhaft für die nächste Generation. Aber nur mit sehr viel Inspiration. Dazu reicht nicht jede Vorstellungskraft. Abzulenken vom Thema man nicht immer schafft. Wenn schon, sollten wir den Tieren dankbar sein. Sie geben ihr Leben, unser Mitgefühl ist oft zu klein. Billiges Fleisch um jeden Preis. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Billiges Fleisch ohne Fleiß. Billiges Fleisch kalt und heiß. Billiges Fleisch um jeden Preis, das kann uns nicht gut schmecken. Es wird unsere Seele beflecken. Billiges Fleisch, wie jeder weiß. Seine Liste zucken, seine Gedanken bei den Frauen, sucht er was zum Kraulen. Ein echter Römer penetriert, das habe ich hier studiert. Der Römer schaut nach Frauen, nach welchen, die ihn umhauen, nach denen, die ihn inspirieren. Dann kann er penetrieren, vor dem Wein wird sie nach Haus geschickt, damit sie das Nest schön schmückt. Vorher wird alles versucht, das ist für ihn wie eine Sucht. Yeah.
Der Römer penetriert. Ein echter Römer penetriert, es sei denn es kastriert. Solange es seine Triebe jucken, werden seine Lüste zucken. Seine Gedanken bei den Frauen, sucht er was zum Kraulen. Ein echter Römer penetriert, das habe ich für studiert. Der Römer penetriert. Eine Frau für seinen Lebensabend, mit Unterstützung des Familienadels. Drei Kinder sind das Minimum. Wird es mehr, dann sei es drum. Aber erst aber Augustus, diesen Kaiser. Vorher ist ein Mann ein Weiser, wenn er nicht zu viele Kinder hat. Das zeigt leider zu viel Geschmack. Der Römer penetriert. Ein echter Römer penetriert, es sei denn es kastriert. Solange es seine Triebe jucken, werden seine Lüste zucken. Seine Gedanken bei den Frauen, sucht er was zum Kraulen. Ein echter Römer penetriert, das habe ich für studiert. Der Römer penetriert. Der Römer penetriert. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Dieses Dorf wird mir zu klein. Ich möchte lieber auf Reisen sein. Die Fernluft trägt mich ganz geschwind. Ich fühle mich fast wie ein Kind. Ich ziehe über Berge und auch Täler. Die Wege werden breiter und auch schmäler. Die Lust zu reisen trägt mich ganz weit fort. Ich bin gern gesehen an jedem Ort. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Bei Freunden bin ich stets zu Hause, egal in welchem Schritt ich brause. Ich habe einfach Spaß daran, das ist das Ziel, sofern man kann. Heute hier und morgen dort, ich bin gern gesehen an jedem Ort. Neue Einblicke gewinne ich genug, ich merke bald, das tut mir gut. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne.
Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Es ist die Sehnsucht nach der Ferne. Ich ergreife jetzt die Sterne. Ich will über fremde Grenzen sehen und so manches Herz noch stehlen. Ich möchte hier und da der Größte sein. Ich möchte zeigen, diese Welt ist mir zu klein. Ich möchte zeigen, wer ich bin und was ich kann. Was danach kommt, bedenke ich erst dann. Leider ist die Sendezeit fast vorüber. Das nächste Mal sind wieder einige bekannte und hoffentlich auch einige neue Werke zu hören. Ich hoffe, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Ihr wisst ja, wo ich sende. Wer den nächsten Sendetermin nicht mühsam im Programmkalender suchen möchte, kann gerne meine Künstlerseite auf Facebook abonnieren. Ich bin dort hoffentlich unter meinem Namen Carsten Todd zu finden. Mich schreibt man übrigens mit C. Ich freue mich, wenn ihr für mich sogar einmal auf Gefällt mir drückt. Hin und wieder poste ich übrigens auch was bei YouTube. Ebenso bin ich auf vielen weiteren Wegen erreichbar. Natürlich freue ich mich auch auf eure Nachrichten. Ich bedanke mich bei allen Künstlern, Sendern und Kanälen für das veröffentlichte Material, welches ich hier gern zitiere, sowie bei allen Zuhörern für das Interesse, welchen Mist ich mal wieder verzapfe. Zum Abschluss lasse ich nochmal die Kontaktdaten des Senders hören. Bis bald! Telefon 03641/52220. Fax 03641/52211. E-Mail carsten.todd@uni-jena.de. E-Mail-Adresse des Senders: info@radio-okj.de. Facebook: www.facebook.com/carsten.todd.009/.